Muss ich nicht verstehen. Also die 5 ist bestimmt von so einer Mission. Die kann man da irgendwie nicht so wirklich stapeln. Haben den gleichen Effekt, aber naja, gut. So, die alte Frau, was möchte die alte Frau denn von uns? Die alte Frau. Ja, hier hast du einen Staubwedel. Und ich habe ein verstaubtes Etwas gekriegt. Und was ist es? Ja, Erfahrungspunkte brauche ich nicht. Ach, eine Puppe und eine Kleidung war das. Tavi brauche ich nicht. Juna, das wäre jetzt ein Thema. Vor allem mit dem Pfirsichsamen wäre das ein Thema. Aber eine Sekunde nochmal auf jeden Fall. Ich bleib stehen. So, weiter geht's. Immer diese Nase. Wahnsinn. Oh, wir haben schon wieder 97%, sind wir bald Level 15. Okay. Ich habe die leere Flasche endlich. Ja. Aussehen. Ja. Da brauchen wir ja ein bisschen Stärke dazu. Jetzt 26 und 26 eigentlich. Natürlich, man könnte auch hier rechnen, aber ich bin zu faul zum Rechnen. So. Hier, hi, ja. Hier, bitte sehr. Haben wir das eigentlich jetzt schon mit den Fächern gemacht? Fällt mir auch so nebenbei ein? Ich glaube nicht. Dann schauen wir doch einfach mal glatt. Schalala und hier Fächer und ja, was ist es denn? Ich nehme die goldene Mitte und ja, ich habe recht gehabt, Jo. Super, toll. Habe ich Level abgekriegt, nochmal zum Abfeierabend. Oh, hungriger Alpha, Grau, Wölfe. Ach komm. Ach, ich finde die Grizzlybären, finde ich einfach einfach. Also jetzt zu finden sind sie. Einfacher nach meiner Meinung nach. Aber okay, gut. Und nun? Komm, was machen wir jetzt einfach mal? Hier kommen. Geschwindigkeit. So, wir haben schon zwei Schuhe. Wir haben einen Schmied. Und der Schmied macht alles kaputt. Normalerweise sollten wir es jetzt nicht machen, aber ich habe das einfach mal gemacht. Kaufen wir uns mal neue Schuhe. Ja, hier einmal ein neues Paar Schuhchen schließen. Und da sind die Schuhe. Ich könnte auch das oppen. Wenn das kaputt geht, wäre es aber schon ziemlich ärgerlich. Plus eins. Nein, ich will es nicht fallen lassen. Ich will das hier, dass der das kaputt macht. Komm, sag ich, mach das auch kaputt. Ja, toll. Vielleicht sollte ich es mal sa nicht sagen. Ich will einfach mal sagen, er soll's. Hier, komm, mach es mal plus 9. Hat er trotzdem nur plus 1 gemacht. Er war wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier mehrfach sage, mache, haut er mir das jetzt gleich auf plus 9 hoch. Das wäre mal ein Wunder. Na? Bist du lieb zu mir? Ja, komm. Das geht auch noch. Weißt du was? Mir reicht's. Zack. Das brauche ich nicht nachher für Tigerfell habe ich eh nicht. Geld habe ich auch nicht mehr. Jetzt habe ich Schuhe plus 6. Wenn wir gleich hier sind, verkaufen wir nochmal ein bisschen was. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Ist eh plus 1. Brauchen wir auch nicht. Auch das brauchen wir nicht. Den Schmuck behalte ich. Sage ich ja, der ist wertvoll hier. Hat der überhaupt einen Bonus? Nö, aber das könnte man auch schon fast benutzen, ne? Natürlich nicht bei plus 0, aber okay. Machen wir einfach mal plus 4, würde ich mal sagen.
und immer wieder ein bisschen was verkaufen und das verkaufe ich natürlich nicht. So, komm hier. Dann open wir auch nochmal schnell hier und hier plus 1 hat schon mal geklappt. Plus 2. Plus 3 und nochmal hier, komm, einen können wir noch, einen kriegen wir noch. Das ist ja böser Schmied. Böser Schmied. Ganz böser Schmied. Ach, der regt dann auf. Okay, gut. Schwamm drüber und ja, wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Also bis schau. Herzlich willkommen zum neuen, ja, zu einer neuen Folge Mädchen 2 Let's Play. Ja, es hat sich ein bisschen was geändert. An mein Equip, an allgemeinen in Sachen und ja, ich habe jetzt hier mal ein bisschen was Schnelleres noch besorgt, damit ich wenigstens etwas schneller hier mich fortbewegen kann, damit ihr nicht einschläft. Ich brauche Eisenerz. Habe ich jetzt schon Uriels Buch von den Wildhunden? Nö, noch nicht. Also machen wir das mal eben schnell. Man sieht sofort, dass wir jetzt deutlich schneller sind. Wenigstens hier eine fortschrittliche Sache. So, mir wurde natürlich jetzt auch gesagt, ich soll vielleicht doch noch ein bisschen mehr machen, ein bisschen mehr zeigen, ein bisschen mehr erklären. Ich werde natürlich mein Bestes geben in Sachen, dass wir mal uns was anschauen und zeigen und dass ich auch versuche zu erklären. Wenn natürlich immer wieder Fragen sind, könnt ihr euch gerne melden. Also Sa Fragen im Sa Bereich Mädchen 2 natürlich. Ich bin gerne für Fragen offen, stehe gerne für Fragen bereit. Generell kann ich jetzt hier natürlich so noch gar nicht so viel erklären, weil wir sind erst Level 15. Ist ja noch nicht so wirklich viel. Kriegt man natürlich auch schneller hin, als wir das jetzt hier hingekriegt haben. Aber okay. Das werden wir natürlich nochmal ein bisschen ändern. Wir werden natürlich so langsam hochgehen und ja, ich werde natürlich versuchen, so ein bisschen was zu erklären. Warum ich jetzt hier übrigens alle Tiere nebenbei töte, ist einfach, weil sonst hier einfach zu wenig Wildhunde sind. Ich glaube aber, da hinten sind irgendwie noch mehr Wildhunde. Wenn ich anstatt hier vorne mal töte, immer hier ein bisschen was töte, dann habe ich, glaube ich, ein paar mehr Wildhunde. Ja, Mädchen wird es hier trotzdem weiterhin wahrscheinlich geben. En masse. Wieso sind hier eigentlich überhaupt keine Wildhunde? Was muss ich überhaupt noch machen? Ein Wolfsdarm muss ich noch besorgen. Oder habe ich den schon? Nö. Ich habe immer noch keinen Wolfsdarm. Ich habe nichts. Das ist Wahnsinn. Dass wir hier so lange mit den Questen hier beschäftigt sind. Ich werde natürlich, sobald wir mit den Quests endlich mal irgendwie fertig sind. Ah, ich habe Uriels Buch, sehe ich gerade. Sobald wir mit den Questen irgendwann fertig sind, werde ich natürlich auch leveln. Und da werde ich natürlich nicht jetzt hier stundenlang irgendwo leveln, sondern ich werde es ein bisschen anders machen, ein bisschen Zeitraffer wahrscheinlich, damit es nicht für euch zu langweilig ist. So, was wollte ich jetzt machen? Auftrag, das beste Kochbuch und von Grauwölfen war das. Musste ich mir nochmal kurz anschauen. Weil ich bin leider nicht allwissend. Nebenbei, solange wir hier natürlich ja immer noch hauen, können wir immer noch ein paar Silberarmbänder droppen. Ich weiß gar nicht, wo unser anderes Silberarmband abgeblieben ist. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Wolfsdarm. Auch das. Auftrag 15. Hungrige Grizzlybären. Wieso habe ich den Auftrag nicht angenommen? Hier sind nämlich auch ein paar hungrige Grizzlybären direkt. So, es kam auch die Frage generell, was, oder beziehungsweise nicht was, sondern wo findet man am besten Mädchen? Das kann man natürlich so spontan gar nicht so sagen. Weil es gibt hier vor allem auf Map 1 überall eigentlich Mädchen, ne? Oh, ach, probieren wir einfach mal. Wir werden hier wahrscheinlich gleich sterben. Oder auch nicht. Sogar ohne Rüstung. Okay, auf jeden Fall, es gibt überall Mädchen hier auf der Map.
Man muss nur ein bisschen rumlaufen. So erfahrungsmäßig kann ich mal kurz mal zeigen. Finde ich eigentlich hier im unteren Bereich immer am meisten Metine. Oder auch hier in dem Bereich wirklich. Liegt aber auch daran, dass ich hier oben selten schaue. Hier oben sind auch nochmal Level 25er Metine. Also hier. Aber da sind auch andere böse Figuren noch. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. So, ich schau mal nebenbei, ob wir noch ein paar hungrige Grizzlybären haben. Ja, haben wir. Was ist das eigentlich? Hochzeit der Tochter? Hungrige Alpha-Blauwölfe? Haben wir das schon alle? Ne, da müssen wir, glaube ich, auch noch ein paar töten. Und Unterstützung des Biologen, was müssen wir da machen? Ach, die müssen wir erstmal noch ansprechen. Ja, klasse. Ich fange natürlich hier schon wieder alles mittendrin an. Also, Questen werde ich auf jeden Fall ohne Zeitraffer, ohne irgendwas. Da werde ich einfach mal euch zulabern weiterhin. Und ja, ihr müsst es einfach überstehen. Entweder überstehen oder einfach nicht anschauen. Was anderes kann ich nämlich nicht machen. Bzw. werde ich nicht machen. So, wenn ich jetzt natürlich noch ein paar grammatikalische Fehler mache, wie auch immer, liegt es daran, dass es jetzt schon wieder verdammt spät ist. Eigentlich gehöre ich ins Bett, so wie alle 10-Jährigen. Und ja, jetzt muss ich Gange wurzeln und von wem kriege ich jetzt die Gange wurzeln? Die Wurzeln auf jeden Fall, ja. Die Wurzeln kriege ich von auch hungrige Grizzlybären. Also, das kann auch ein bisschen dauern. Materialien beschaffen. Genau, das haben wir doch eigentlich, glaube ich, schon. Oder auch nicht. Erstmal machen wir den Wolfsdamm hier fertig. Und es lag gerade so ein bisschen. Das liegt daran, dass wir hier auf dem Markt sind. Und ich schaue hier immer absichtlich immer noch so ein bisschen rein, obwohl ich hier nichts sehe. Was wir hier zum Beispiel sehen, Drachenschuppe, Muschel. Ja, apropos Muschel oder weiße Perle, wir können ja auch mal ein bisschen angeln. Übrigens reden wir jetzt gerade Crit. Da sagen wir einfach mal Danke. Bringt uns zwar wahrscheinlich nicht wirklich was, aber wir sagen trotzdem Danke. Wir sind nämlich nette Menschen. Ich habe hier den Wolfsdarm. Ja. So, was müssen wir hier? Ich brauche Leder. Die Galle hat er jetzt schon. Okay, super. Vielleicht klappt es ja doch. Habe ich denn doch alles? Könnte sein. Ich weiß nicht mehr aus dem Kopf, was das alles war. So, der Jona wollte Kohle und dafür wollte er Lehm. Ne, wir wollten von ihm Kohle und er wollte dafür Lehm. Ja, dann passt das. Da haben wir auch wieder ein bisschen Geld. Dann laufen wir mal hier Rocky Zucki durch. Nebenbei kriegen wir nochmal ein bisschen Buffs ab. Die Buffs übrigens kann ich auch gleich mal was dazu sagen. Ja, Buch haben wir, dann gehen wir laufen wieder da zurück. Also, Reflektieren bringt im Endeffekt, dass ein bestimmter Prozentsatz der Angriffe reflektiert wird. Ne, stimmt nicht. Die Angriffe werden alle reflektiert. Und ein gewisser Prozentsatz des Schadens, den ich bekomme, geht an die Gegner zurück. Dann habe ich Hilfe des Drachens. Hilfe des Drachens bewirkt einfach, dass ich weniger Schaden kriege. Körperlicher Schaden. Das heißt, wenn mich jetzt jemand schlägt, dann müsste ich, weiß jetzt nicht, ob es abblocken ist oder ob es einfach nur reduzieren ist. Ich glaube, reduzieren ist das und dementsprechend kriege ich meinetwegen 10 oder 20% weniger Schaden.